Na gut, dann wollen wir uns mal anschauen, wo uns das hier hinführt. Ich habe ein bisschen gelevelt, wie ihr seht. Ich habe ein paar von diesen dicken Klöpsen da eben besiegt. Die geben Picnic Lunch. Das lädt sehr viel Energie auf, ist also sehr gut. Bedauerlicherweise bringt es mir nicht da weiter zu leveln, denn desto höher mein Level ist, desto eher treffen sie mich oder desto öfter. Und ich habe halt nichts mehr frei, was ich wissentlich wegschmeißen kann von diesen Sachen. Da bekomme ich ja immer dieses Angebot. Ja, und deswegen laufe ich jetzt hier erstmal weiter. Und hier ist eigentlich auch nichts mehr im Stonehenge. Da war ich eben drin. Da ist nur ein Sandfleck. Also gehe ich jetzt hier rein und schaue mich hier mal ein bisschen um. Und da finden wir sogar auch wieder noch ein Paket. Ist ja herrlich. Kaputtes Rohr haben wir hier gefunden. Ich weiß echt nicht. Kann hier nicht benutzt werden. Pack of Bubblegum kann ich nicht wegschmeißen. Geht nicht, warum auch immer. Ruler. Now he can figure out the length of things easily. Ich weiß zwar nicht, was das bedeuten soll, aber also er kann die Länge der Dinge abschätzen besser. Ich. Hä? Hä? Das verstehe ich auch wieder nicht. Ich habe es doch eben gerade benutzt. Ich hab's immer noch. Ist ja lustig. Gut. Insecticide Spray wird genau das gleiche sein, oder ich kann es nicht benutzen. Genau, kann hier nicht benutzt werden. Defensivspray auch nicht. Bottle Rocket. Broken Iron. Pack of Bubblegum. Ich kann wirklich nichts benutzen. Ich weiß auch nicht, was kommt. Also lassen wir das erstmal offen und kommen hier später zurück, um uns das zu holen. Falls du dann bist, Buster, weißt du, was du zu tun hast. So. Mr. Brick Road, der Dungeon Maker, der sag schnell, habe ich schon wieder einen schwarzen Balken vor Augen. Der Typ, der die Verliese machte, hat dich hierher gebracht, richtig? Und nicht nur das. Was? Was? Mein Sohn? Oh, ich kann es nicht glauben. Ich kann es wirklich nicht glauben. Jeff, du bist mein Sohn? Es muss ungefähr 10 Jahre her sein, seit ich das letzte Mal gesehen habe. Ich bin so froh, dass du so ein gesunder Junge geworden bist. Oh, diese Brille steht dir wirklich gut. Wie wär's mit einem Donut? Na klar. Ich muss ja gestehen, ich habe jetzt auch eine Lust auf einen Donut. Hast du dir schon Stonehenge angeschaut? Jep. Am Ende habe ich das gefragt. Okay. Aber wo wir gerade dabei sind, warum bist du hier? Oh, okay. Das Mädchen mit dem Namen Paula muss dich hergeschickt haben. Oder muss gespürt haben, dass ich hier bin. Okay, ich werde versuchen, dir zu helfen. Ich werde versuchen, den Phasen des Tornado, der zwei Punkte verbindet, zwischen Raum und Zeit, in Stand zu setzen. Nee, zu benutzen. Es ist erst vollkommen oder erst komplett heile, wie auch immer. Ich werde dich eine weitere Sache nutzen lassen, die ich den Himmelsrenner nenne. Er ist ein bisschen alt, aber er könnte helfen. Wenn du an Bord bist, dann hör immer. Dann hör immer auf die Stimme, die dir deine Bestimmung voraussagt. Achso, die dir deinen Punkt voraussagt, zu dem du fliegen sollst.
Du wirst auf jeden Fall dort ankommen, wenn du der Message, der Nachricht genau zuhörst. Die runde Maschine da drüben ist der Himmelsrenner. Was denkst du? Ist das nicht gut? Also, rein da. Lass uns mal wieder zusammenkommen, wenn 10 Jahre später oder so. Ja, okay, alter Mann. Alter, verrückter Mann. Oh, ich will da nicht mehr sprechen. Ich will das hier mal angucken. Instant Revitalizing Device. Also eine Maschine, die uns sofort wieder revitalisiert. Es ist quasi wie eine gute Nacht. Ja, okay, das heißt, ja, wir sind sofort wieder, wie als wenn wir gepennt hätten, also voll. Das wären wir aber auch so gewesen, denn ich hatte ja. Was geschieht? Es bewegt sich nicht. Hey! Warum drückst du nicht mal den Knopf auf dem Controller? Achso, ich muss den drücken, na gut. Super, jetzt bin ich ja mal gespannt. Sup. Ja, liebe Leute, da fliegen wir hoch über den Wolken und fliegen auch schon wieder schräg runter. Ui, das sieht ja mal nach einer Riesenstadt aus. Vielleicht ist es auch nur eine, in der wir schon waren, die ich bloß nicht wiederkenne, weil sie von schräg oben gezeigt wird. Und wir fliegen wieder hoch in die Wolken, wo die Freiheit wohl grenzenlos ist. Hoffentlich kriege ich jetzt keine Punkte auf das Video, weil ich dieses Lied falsch gesungen habe. Wüste. Erinnert mich an Maler ein bisschen. Und wieder hoch. Oder müsste ich da jetzt wieder was drücken? Ich weiß es nicht. Wir gucken uns das einfach einen Moment an, was der hier macht. Wälder. Aha. Ach so, wir sind hier, glaube ich, richtig, ne? Ist das diese Zombie-Stadt? Die Frage ist jetzt bloß, wo wir unsere Freunde finden. Oder ob es uns direkt zu ihnen führt. Ja. Muss ich da was drücken? Also ich drücke jetzt. Die A-Taste habe ich schon gedrückt. B auch. Und er kommt langsam zum Stillstand. Ups. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Oh, wir haben es zu Schrott gemacht. Naja. Mann, oh Mann. Hat mich das erschreckt. Der Himmelsrenner? Hat wohl ein bisschen Schaden beim Landen so, mit sich genommen. Naja. Du musst nichts erklären, Jeff. Du musst nichts erklären. Ich bin Jeff. Ich bin gekommen, weil du mich gerufen hast. Ich bin nicht wirklich stark. Einfach so schon und ein wenig schüchtern. Und ich bin ein Reckless. Ein bisschen rastlos. Nee. Weiß jetzt gerade gar nicht, was das heißt. Ja, auf jeden Fall ist das die Art, wie er halt so ist. Ich hoffe, du willst mich als dein Freund. Natürlich. Okay, dann lass uns zurück auf unsere Reise gehen. Jeff joined you. Ja, jetzt stellt sich nur die Frage, haben wir eigentlich jetzt hier noch irgendwie, ach genau, den Zaunstein hatten wir gar nicht, deswegen konnten wir auch diesen Endboss nicht bekämpfen. Was toll gewesen wäre, wäre Franklin Badge. Was war das nochmal?
wenn wir jetzt noch ein paar Sachen hätten. Wir können erstmal von Jeff ein bisschen was abgeben. Nämlich das zum Aufladen. So. Wir könnten auf jeden Fall auch. Die Tür ist versperrt. Ja, nicht möglich, das zu reparieren. Ist auch schön. Aber wie kommen wir jetzt hier weg? Okay. Ich hoffe, eine der Sachen, die wir haben, ist das, was wir brauchen. Ja, das ist toll. Machen wir jetzt nochmal die. Okay. Rolle, Bottle Rocket, Broken Iron. Ja super, wie soll ich jetzt die Tür aufkriegen? Kann mir das mal wer erklären? Da werde ich wahrscheinlich gleich wieder eine Pause einlegen müssen, weil ich nicht durchsteige. Popgun. Big Bottle Rocket. Super. Gut. Dann kann ich mich jetzt hier sozusagen umschauen. Und mache so lange aus, denn da habt ihr nichts von. Also bis gleich.